Und damit hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play 4. Ich habe es mir lange gewünscht, spielen zu können. Jetzt habe ich endlich die Gelegenheit, dank einer kleinen Unterstützung von einem ganz lieben Bekannten. Wir fangen jetzt an, würde ich sagen. Ja, ich spiele auf Low Difficulty, weil ich habe es auf der Konsole schon mindestens 5-mal angefangen und man weiß, ich bin auf der Konsole nicht besonders gut. Ich habe es da wirklich in normal und ganz leicht probiert und bin immer ab einer ganz bestimmten Stelle hängen geblieben. Mal gucken, wie es jetzt wird. Situation: High Level Alert has been issued. Mission: 4 Team is the reporter emergency briefing on the situation. You have just been transferred to the unit as point man. This will be your first assignment with fear. Mal gucken, wie es wird. Sorry to wake you, Senator. It's about Origin. What happened? There was an uprising. Fettel has taken command of the prototypes. My God. We can still resolve this discreetly, but we have to move fast. Oh, all right. Let me make a few calls. This wacko's name is Paxton Fettel. He's the key. If we contain him, we contain the situation. Fucker's got an appetite. I think he has an agenda. It's not just recreational. He's getting something out of it. Essential vitamins and nutrients? What's his story? Property of Armacam Technology Corporation. They're working on a military contract to develop an army of clones that respond to a psychic commander. Top secret, of course. Fettel is one of the commanders. You gotta be fucking kidding me. This is why nobody takes us seriously. Military clones? A full battalion of them, highly trained and heavily armed. A battalion? What are we supposed to do against 1,000 super soldiers? Like I said, we put Fettel down and it's over. Fortunately, the whole point of the program is to give commanders first-hand knowledge of the battlefield without putting them in danger.
That means we should be able to corner the bastard without having to wade through all those soldiers. How do we find him? Army Cam implanted a transmitter in his head. Should lead us right to him. That's awfully convenient. Assuming it does what it's supposed to. What about you, buddy? Ready to go to work? You're putting him in the field? Are you crazy? He just transferred in a week ago. You've seen his training results. His reflexes are totally off the charts. I think he can handle himself. Whatever, man. It's your call. Goddamn right it is. Don't worry. You'll be fine. Let's roll. What's the first name you remember? Where are you taking him? You will be a god among men. We've tracked Fettel to an abandoned building just up ahead. No sign of enemy activity on the satellite, but don't take any chances. Jankowski, you in position? Just say the word. All right, move it out. Situation. Also, kurze Erklärung, es war eine geheime gentechnische Mission, die schiefgegangen ist. Wir sollen jetzt denjenigen, der halt dort getestet wurde, Paxton Fettel, hier, ausfindig machen und ausschalten, wenn möglich. Kurze Erklärung noch, warum es auf Englisch ist. Das Spiel kann ich nur spielen, weil es mir ermöglicht wurde, es spielen zu können. Es war bereits in der Steam-Bibliothek. Allerdings geht es im Moment nicht, dass man sich's neu kaufen, glaube ich zumindest, kaufen kann in Europa. Wegen Umbauarbeiten im Spiel. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Also gibt es keine deutsche Version zurzeit, deswegen spiele ich es auf Englisch. Ich werde auch nicht alles übersetzen. Noch kurze Erklärung. Ich kenne das Spiel. Ich habe es vor Ewigkeiten, als ich anfing, Let's Plays zu gucken. Das war so in meinen Anfangs-Teenie-Zeiten. Mit 13 fing das an. Da habe ich das... Das war mit eins meiner allerersten Let's Plays von einem deutschen Let's Player. Ich werde keinen Namen nennen. Und das fand ich so faszinierend, dass ich sagte, och, wieso sollte ich das nicht auch irgendwann mal spielen? So, jetzt legen wir aber los. Und ich muss mich erstmal mit der Steuerung vertraut machen. Ah, okay. Mit E und Q neigen. Okay. Damit schlagen wir. Huch, und damit schießen wir. Komm, einmal kräftig draufhauen. Müssten wir schon durchkommen. Ja, komm. Mal gucken, wie es wird. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man springen kann. Falls man überhaupt springen kann. No trespassing. Use F to open door. Es geht also doch mit Taschenlampenfunktion. Was ist das denn für eine Ratte, bitte? Mit der Taschenlampenfunktion von... Was ist das? Habe ich auch eine Taschenlampe? Warte. Controls. Figure Controls. Okay. Interaction. Mit G, mit F. Reload ist gleich, okay. Womit machen wir denn Slow-Mo? Slow-Mo, Slow-Mo, Slow-Mo. Mit Y.
und zoomen mit X. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Oh Gott. Das wird was. Das wäre auch noch interessant, aber ich glaube, das sparen wir uns mal. Mal gucken, wie das Spiel wird. Okay. Ah, jetzt habe ich keine Taschenlampe nachgeguckt. Verdammt, siehste. Controls. Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenlampe. Wo ist eine Taschenlampe? Oder gibt's keine? Flashlight. Normalerweise war das immer F. Warte, was machen wir auch weiterhin? F? Dann machen wir das E. Ja, wir machen dann Using mit E. Das ist einfacher. Und zur Seite lehnen machen wir dann mit... Hatten wir was mit T? T, 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 T. Da, T, Talk. Hatten wir denn was mit G? Entschuldigung, das muss Throw Grenade. Hatten wir was mit M? Entschuldigung, das muss ich jetzt eben mal machen. Nein, mit M hatten wir nichts. Doch. Ah, ich drehe durch. Mit L. Das darf aber nicht zu weit weg sein. Haben wir was mit J? Nein, mit J haben wir nichts. Fantastisch. Dann machen wir das mit J. Das werde ich mir nie im Leben merken können, aber okay. Hauptsache, die Taschenlampe bleibt gleich. Scheiße, ich bin direkt den richtigen Weg gegangen. Kacke. Hey, Bro, what took you so long? Musst du den Weg finden. Schade, dass wir ja keine Untertitel haben. Rendezvous mit Jankowski. Man sollte auch übersetzen. Huch, da geht's ja weiter. Warum habe ich... Juhu. Gucken, wie ich mich anstelle mit diesem Spiel. Wie ging das denn noch? Was mussten wir denn nochmal machen? Wo ist die Taschenlampe eigentlich? Ach ja, hat ja nur eine bestimmte Zeit. Stimmt, ja. Stimmt. Täglich grüßt das Murmeltier. Wer redet da? Hier gibt's ja... Ich kenn so viel, ich sollte es nicht verraten. Was für Waffen haben wir denn? Nur die, oder? Deswegen konnten wir nicht springen. Warte, wir safen einmal. Ja, ich habe es schon versucht. Das ist die dritte Aufnahmeprobe. In Folge.
Ja. Controls. Wir müssen ja noch jumpen können. Jump. Mit Leertaste. Das ist immer die Leertaste. Und wird es auch immer bleiben. Oh nein, ich bin zu gespoilert. Fuck. Beim ersten Mal habe ich mich daher mega erschrocken. Was heißt zu gespoilert? Manchmal habe ich keine Ahnung mehr. Es ist zu lange her, dass ich das gespielt habe. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich sollte ich das auch gar nicht zum Crouchen machen. Moment, wir müssen noch mal ein bisschen... Control, Control. Dafür nehmen wir die Taste. Weil C ist schrecklich. Ich hasse das. Das geht gar nicht. Ach ja, schmeiß doch mal die Tür vor mir zu. Wir gehen erst in den Raum. Bestimmt versteckt er sich da drin. Er beleuchtet es. Nix. Können wir nicht mal öffnen? Okay. So viel zu Shoot the Padlock. Okay. Das war ja leicht. Ups. Nein, das wollte ich nicht. Das ist übrigens die falsche Taste. Hoppla. Oder wir sowieso immer rennen, ist es egal. Oder geht das noch schneller? Hallo. Nein! Spiel! Nicht hacken! Oh, wir haben sogar einen Checkpoint erreicht. Go! Bitte was? Oh, scheiße, gehe ich eigentlich gerade richtig? Jo, ich gehe richtig. Fuck. Wie schon bei Crawl 4. Hi. Jim, we need you up here. On my way. Looks like we're too late, boss. Ah. Just leftovers. The transmitter signal's coming from nearby. Lass mich dir. It's gotta be around there somewhere. Deine Augen sehen zwar. I'll wait here for Jim. You take a look around. Gruselig aus hier. Wie zoomten wir nochmal? Get going. Entschuldigung. Konnten wir überhaupt zoomen? Zoom mit X. Können wir das Mausrad nehmen? Ja, wir nehmen jetzt das Mausrad. Oder haben wir jetzt irgendwas weggenommen? Wir nehmen das. Das ist das. Ja, irgendwas noch? Irgendwas noch? Nein. Ich hoffe, das kann ich mir jetzt alles merken. Es tut mir leid, dieses ständige